Jo, moin, ihr Flüter, heute liebe Landratten und Rädchen und willkommen zurück bei Star Trek Online. Ja, ihr seht schon gerade, jetzt ist hier natürlich Halligalli. Willkommen im Sol-System. Alle Besucher des Raumdocks der Erde werden angefordert, so nah wie möglich zur Station zu dienen, dass unsere Traktorstrahlen ihr Schiff erfassen können. Unsere automatischen Systeme werden sie benachrichtigen, wenn sie in Position sind. Excellent work. Obviously, the exceptional advice and guidance I gave you during this ordeal was key to your success. When you reflect on this incident, I'm sure you'll look upon me as a mentor, or possibly even a father figure. Aww. I will return to my duties now. Remember all that you've learned, and you will be ready for great things. Good luck, Ensign. Ja, und vielen Dank. So. Ja, wir werden dann uns gleich mal auf den Weg zur Erde machen. Ich werde nur ganz kurz ein paar Sachen einstellen müssen, damit das euch hier ein bisschen angenehmer ist. Mal. Das sollte eigentlich schon ausreichen. So, ja, jetzt sind nämlich die Namen der anderen erstmal ausgeblendet. Nur die Standardschiffe sind noch vorhanden. Quasi die NPC-gesteuerten. Alles, was ihr hier seht, sind nämlich so ein Spieler. So, ja, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal den Raumdock der Erde. Andocken, bitte. Na? Komm. Geht doch. Ja, und willkommen auf der Raumstation. Ihr habt ja gerade gesehen, was unser Ziel ist. Wir sollen zu, Platz hier, Admiral Quinn und quasi da unsere neue Mission abholen. Hier kommt gerade ein Spieler nach dem anderen rein. Hallo. So. Na, die wollte ich jetzt aber nicht haben. Mal drüber. So, ja, jetzt ist die Waffe auch weg. Gut, dass das dich durchdringt, so ein blauer Strahl. Hat wohl jemand noch dieselbe Mission gehabt wie wir? Mit Admiral Quinn sprechen. Willkommen am Raumdock der Erde. Hallo und willkommen auf dem Erdraumdock, Lieutenant Anaholic. Ich bin Admiral Quinn und führe hier das Kommando. Mich hat Ihre Leistung gegen die Burg beeindruckt. Sie haben eine schwierige Situation gut gemeistert und das ist genau die Art Offizier, die wir im Moment brauchen.
Ich habe die Sternflotte darum gebeten, sie meinem Kommando zu unterstellen und weiterhin, dass sie zum permanenten Captain der USS Last Dubai ernannt. Joa, danke. Willkommen am Raumdruck der Erde wurde abgeschlossen. Sie können weitere Ausrüstung für Ihr Schiff gebrauchen, Lieutenant. Ich habe einige vom Ingenieurkorps der Sternflotte entwickelte verbesserte Konsolen. Diese Konsolen können Sie auf Ihrem Schiff angebracht werden, um dessen Fähigkeiten zu erweitern. Die USS Last Dubai hat nur wenige Konsolenplätze. Treffen Sie also eine überlegte Wahl. Wenn Sie einen höheren Rang erreichen, erhalten Sie bessere Konsolen. Andere Schiffe, die Sie im Laufe Ihrer Karriere kommandieren, werden mehr Platz für viele mehr haben. So. Suchen Sie sich eine Konsole als Belohnung aus und Sie werden Wenn Sie hier fertig sind, gehen Sie zu Dirk's Rex. Um sich ihr Schiff und ihre Bedürfnisse anzupassen. So, wir erhalten als Belohnung 1500 Fähigkeitspunkte, 180 Expertise, kostenlose Raumschiff-Modifizierung, ein Batteriepaket und könnten Sie jetzt quasi aussuchen, was wir dann haben. Wir haben eine Taktikkonsole, Phaserschaden plus 6,8, 3,8 maximale Schildstärke oder genetischer Schadenwiderstand, gesamter Schadenwiderstand. Wäre ich ja jetzt für die 5,6 Phaser-Schaden, das hört sich am lohnenswertesten an. Brauchst du eigentlich eine Schlachtfeldkommission? Click here or press K to bring up your skill points menu. You can spend skill points to improve your space skills. Okay. Jetzt nicht Quinn. Kommen wir gleich zu. Eins nach dem anderen. Sie können auch Fähigkeitspunkte vergeben, um Ihre Raumfähigkeiten zu verbessern. You can also spend skill points to improve your ground skills. Ja. Quasi jetzt nochmal für Boden. You can improve your bridge officer's ground and space skills. Die können wir auch verbessern, unsere ganzen Brückenoffiziere. Wir haben ja momentan nur die Thalesser. So, dann fangen wir mal mit uns an. Angriffsmuster, Raumschiff-Waffentraining. Diese Fähigkeit verbessert den Waffenschaden eines Raumschiffes, inklusive Energiewaffen und Projektilwaffen. Das hört sich ja prinzipiell nicht schlecht an, aber wir sind ja Ingenieur. Was haben wir denn da? Reparatur der Raumschiffshülle, Raumschiffsbatterien. Diese Fähigkeit verbessert die Leistungsdauer der Batterien ihres Schiffes. Durch die Verbesserung dieser Fähigkeit verlängert sich der Leistungsschub, den sie von ihren Batterien erhalten. Ah, okay, die müssen wir dann auch erst einsetzen. Warpgeschwindigkeit, okay, das ist jetzt nicht so. Diese Fähigkeiten verbessert alle Fertigkeiten zur Hüllenreparatur von Raumschiffen. Zum Beispiel Technikerteam, Gefahren, Melder, Hilfsenergie zur strukturellen Integrität. Wundertäter. Diese Fähigkeit verbessert außerdem die passive Hüllenregenerationsrate aller Raumschiffe. Wissenschaftskapitän, die in dieser Fähigkeit 6 Ränge erlernt haben, erhalten die Fähigkeit frei, Brückenoffiziere in Gefahren mit der 3 weiterzubilden. Okay. Aber wieso Wissenschaft? Ich bin nur Techniker. Wissenschafts- und Operationssysteme. Boah, diese Fähigkeit verbessert die Eigenschaften ihres Raumschiffes beim Entzug von Energie oder Schildstärke. Halleluja, das ist ja hier. Wissen wir gar nicht, wo man anfangen soll. Ich würde sagen, beim Boden. Was haben wir hier für Dinge? Wie heißen die?
Tritoniton Minenbarriere. Okay. Schaden von Bodenwaffen. Schildregeneration. Geschütztürme und Drohnen, da wollte ich irgendwann mal hin. Das heißt, wir machen mal zwei zumindest hier. Raumschiff, Schildemitter. Schildreparatur von Raumschiffen, Wissenschaft ziehen, Schilde verstärken, Schildfrequenz wechseln und Schildenergie übertragen. Okay. Raumschiff Flusskondensatoren. Diese Fähigkeit verbessert die Eigenschaften ihrer Raumschiffe beim Entzug von Energie. Ihre Schildstärke ist die Fähigkeit. Umso mehr Energie oder Schildstärke wird beim Ziel entzogen. Beispiele: Tachyonstrahl, Energiestrahl, Explosion geladener Partikel. Das brauchen wir eher weniger. Raumschiff Reparatur, Antriebsspule, Raumschiff Waffentraining. Angriffsmuster. Alpha, Beta, Delta, Delta, Gamma. Alpha, Beta, Delta, Gamma, Omega, so. Taktik Captains. Ja, Taktik brauchen wir nicht. Raumschiff Projektilwaffen, Raumschiff Zielsystem, Raumschiff Bedrohungskontrolle, Raumschiff Projektilwaffen Spezialisierung, Energiewaffen Spezialisierung, aber es ist natürlich alles hier viel höhere Ränge. Ja, aber ich würde sagen, schon hier und in die Schilde. Und mehr geht dann ja auch nicht, soweit ich sehen kann. Machen wir das schon mal. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir unserem schönen Raumschiff geben können? Ja, die neue Spule. Da unten Taktikkonsole. So, und die Batterien. Schildbatterie und Waffenbatterie. So. Thalessa. Trägt am Körper noch nichts. Was kann das? Okay. Gut, da kommen wir mal ganz kurz noch zu Thalessas Fähigkeiten. Verstärkte Wirkung. Wie viel kostet das? So, machen wir das mal so. Photongranate ist, finde ich, ziemlich stark. Die setzt sie ja im Umkreis, da wo sie schädigt, setzt sie natürlich alle außer Gefecht. Je mehr Schaden sie dann schon mal anrichtet, es ist ziemlich gut schon mal. So. Hey, viel zum Lesen, viel zum Einstellen. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen nervig, weil wir jetzt natürlich nicht sofort irgendwie hier losreisen. Kleider wechseln. Fangen wir damit mal an. Glückwunsch, Lieutenant. Sie haben einige neue Attribute für Ihre Uniform freigeschaltet. Besuchen Sie Gemik Tellur, um Ihr Aussehen zu aktualisieren. Mit meinen Empfehlungen könnten Sie dabei Ihr Aussehen auch auf andere Arten weiter verändern, wenn Sie das möchten. Mit meinen Empfehlungen. Okay. Das ist so ein dezenter Hinweis, wir sollten uns umdesignen. Denken Sie daran, Gemik-Tour zu besuchen, bevor Sie das Raumdock verlassen. Akzeptieren. Machen wir das mal zuerst. Denn ich glaube, wir müssen auch noch die Uniform von der Thalessa mal einstellen. So. Wo haben wir denn diesen Gemik-Schießmethode? Der ist da. Das heißt, hier rum ist immer noch der kürzeste Weg. Ja, ne, da können wir direkt durchrennen. Beim Erdraumdock kann man sich immer so merken, alle die massivst rennen, das sind die Spieler, die es besonders eilig haben. Könnte jetzt hier theoretisch auch ganz normal so dumm-di-dumm-di-dumm-di-dai, wie hier die anderen. Hoppala, sind wir schon da? Ja. Das ist auch interessant, was andere so als Uniform dann hier nehmen. Ich bin da eher föderationsklassisch.
So, willkommen in meinem Laden, Lieutenant. Admiral Kryn hat mich gebeten, dem neuen aufsteigenden Stern der Föderation zusätzliche Dienste bereitzustellen. Bitte schauen Sie sich um und lassen Sie mich wissen, wenn ich etwas für Sie tun kann. Hallo, Sie können Ihre Uniform und Ihr Aussehen hier ändern. Brückenoffiziere. So, kaufe zwei Uniformplätze? Nee. Wie war denn das? Verändern da. So. Sektion 31, nee, will ich nicht. Ich will mein schönes Der Zorn des Khan Design haben. Zack. Für 0 Credits, ja. Perfekt. Sieht gut aus. Das langt mir eigentlich schon. Ich bin dieser Uniform müde. Gut für Sie, dass es Freizeitbekleidung gibt, Lieutenant. Freizeitbekleidung bietet Abwechslung und neue Looks für Sie. Für die Zeit, wenn Sie sich nicht im Dienst befinden. Nicht im Dienst bei der Sternflotte, wann gibt es denn sowas? Erzählen Sie mir mehr über Freizeitbekleidung. Ihr Charakter verfügt über einen Kleidungsslot für Freizeitbekleidung. Freizeitbekleidung umfasst viele Kleidungsstücke, die die Uniformordnung der Sternflotte nicht zulässt. Einige Kleidungsstücke und Farben können nur in einem Slot für Freizeitbekleidung benutzt werden. Jeder Schneider sollte Ihnen dabei helfen können, sich einen neuen Look auszusuchen. Perfekt. Ja, haben wir quasi getan. Wir haben es ja quasi schon beim Grunddesign das hier ausgesucht. Von daher werde ich es jetzt mal darauf verzichten, mir noch mehr umzudesignen. Hoppala. Hallo? Stehst da so in der Tür rum? So, Fertigkeiten-Trainer, auch ein Tutorial. Wir machen die ganzen Tutorial-Sachen jetzt hier nacheinander weg. Da wird alle die das Spiel nämlich nicht kennen, das Ganze ein bisschen einsteigerfreundlicher wird, bevor ich mich jetzt hier in die Mission reinstürze. Und es ist auch für mich so ein bisschen hilfreich, zu wissen, wie es da jetzt alles genau funktioniert. So, also Fertigkeiten-Trainer. Commander Bald möchte mit Ihnen über Fähigkeiten, Ränge und Dienstgrade sprechen. Sie sollten sich mit ihm treffen, bevor Sie das Raumdock verlassen. So, Fenrich Bold ist ebenfalls, naja, über die Außengänge erreichbar. Manchmal lohnt es sich sonst eher über diese Mittelgänge zu laufen, wenn es zum Beispiel genau, hoppala, irgendwie hier durch, geradeaus durch wäre zum Beispiel. Aber wir müssen jetzt in diesem Fall nur noch hier hin und dann wahrscheinlich hier vorne, genau. Sie haben eine Frage zum Training zu den Rängen, richtig? Sehr gut, schießen Sie los. Ich möchte mehr über das Trainieren meiner Fähigkeiten erfahren. Oh je. Aus Ihren Erfahrungen werden Sie viel lernen. Mit der Zeit werden Sie Ihre Talente besser ausnutzen können. Erklären Sie mehr, wie man befördert wird. Um in der Sternflotte höheren Stufen und Ränge zu erreichen, werden Sie trainieren müssen. Kein Offizier kann aufsteigen, ohne seine Fähigkeiten zu verbessern. Für die Erfüllung von Sternflottenmissionen erhalten Sie Fähigkeitspunkte und Expertise. Diese Punkte geben Sie für die Verbesserung Ihrer Fähigkeiten aus. Sobald Sie ausreichend Fähigkeitspunkte vorweisen können, steigen Sie im Rang auf. Beziehungsweise erklären Sie mir die Stufen und Ränge so rum. Mit viel Einsatz werden Sie in den Rängen aufsteigen, Lieutenant Commander, Commander, Captain, Konteradmiral und Vizeadmiral. Jeder Rang besteht aus 10 Stufen von 1 bis 10. Ein Offizier kann beispielsweise eine Lieutenant-Stufe 5 sein. Je weiter Sie in der Stufe aufsteigen, desto mehr neue Fähigkeiten können Sie erwerben. Steigen Sie im Rang auf, erhalten Sie Zugang zu neuen Schiffen, Gegenständen und Orten. Erklären Sie mir, wie ich meine Fertigkeiten erweitern kann.
drücken Sie K, um Ihr Fähigkeitsfenster zu öffnen. Sie können Sie. Was? Achso, Moment. Es stehen Ihnen zahlreiche Fähigkeiten zur Verfügung. Wählen Sie die Fähigkeiten aus, die Sie Ihrer Meinung nach am besten zum besten Captain machen können. Wählen Sie im Fähigkeitenfenster eine Fähigkeit oder Fertigkeit aus, um mehr über zu erfahren, um Fähigkeiten zu verbinden. Okay. Nummer K. Okay, das ist da, wo wir eben waren. Das ist quasi nur U. Und das ist, also das ist U, wenn ich U drücke, und das ist K, wenn ich K drücke. Okay. Erklären Sie mir, wie mir meine Fähigkeiten und Fertigkeiten helfen. Fertigkeiten verleihen Ihnen neue Kräfte, Fähigkeiten erhöhen die Effektivität dieser Kräfte und die Fertigkeiten Ihrer Brückenoffiziere. Spezialisierte Fähigkeiten und Fertigkeiten sind erst mit der Erreichung eines bestimmten Ranges verfügbar. Okay. Ich möchte mehr über die Fähigkeiten meiner Brückenoffiziere erfahren. Ihre Brückenoffiziere sind Ihre wichtigsten Crewmitglieder. Sie verbessern die Funktionalität Ihres Schiffes und begleiten Sie auf Ihren Außenmissionen. Erklären Sie mir, wie ich meine Brückenoffiziere befördern kann. Brückenoffiziere müssen im Rang aufsteigen, bevor ihnen weitere Fertigkeiten zur Verfügung stehen. Da Sie der Captain sind, müssen Sie sie auf einen höheren Rang befördern. Wenn ein Brückenoffizier seine oder ihre Fertigkeiten ausreichend ausgebaut hat, kann er oder sie im Rang aufsteigen. Sie können nur Offiziere kommandieren, die einen niedrigeren Rang als Sie selbst haben. Sie müssen daher ein Lieutenant Commander sein, bevor Ihre Offiziere Lieutenants werden können und so fort. Brückenoffiziere können ihre Statusfenster befördert werden. Wie verleihe ich meinen Brückenoffizieren die bestmöglichen Fähigkeiten? Sie können Expertise vergeben, um in denen Fertigkeiten zu verbessern oder sie in neue Fertigkeiten auszubilden. Die Fertigkeiten der Brückenoffiziere nehmen ihrer Wirksamkeit zu, da sie von Version 1 auf Version 3 wechseln. Ihre Brückenoffizier kann mit Version 1 oder 2 Fertigkeiten in ihr Team eintreten oder um Version 3 Fertigkeiten zu erlernen. Aber um Version 3 Fertigkeiten zu erlernen, muss er die Ausbildung ausgebildet werden. Das Trainieren einer ihrer Fähigkeiten entsperrt Trainingsknoten. Danach können Sie einen Brückenoffizier eines entsprechenden Ranges in eine Version 3 Fähigkeit ausbilden. Sie können nur Brückenoffizier ausbilden, die dieselbe Laufbahn wie Sie gewählt haben. Ein Captain, der Wissenschaftler ist, kann seinem taktischen Offizier nicht beibringen, wie man einen Torpedosalve abfeuert. Sie können Ihre Offiziere auch ausbilden, indem Sie in Einrichtungen wie Memory Alpha suchen. Das schon? Hier. Schon alles, ne? Fähigkeiten der Prüfung zu erfahren. Ja. Okay. Dann mal wieder zurück zu Emerald Quinn. Beziehungsweise wir können die doch, glaube ich, auch hier rüber irgendwie, oder? Ah, ne, das sind die Missionen. Schade. Tipps für neue Captains. Schiffsanpassung. Das Ingenieurkorps der Sternflotte hat ein Modulsystem für den Schiffsbau entwickelt, bei dem der Captain selbst das Äußere seines Schiffes gestalten kann. Unsere Spezialteams nehmen die Anpassung vor, bis sie bereit sind aufzubrechen. Wenn Sie den Schiffsdesign benutzen möchten, müssen Sie mit Dirks Rex in der Schiffswelt sprechen. Schiffsausrüstung. Suchen Sie eine Schiffsausrüstung Schala in der Schiffswerft. Sie können Ihnen sämtliche Systeme Ihres. Sie können sämtliche Systeme Ihres Schiffes, inklusive der Schilde, Waffen und des Antriebs, verbessern. Sämtliche angeforderte Ausrüstung wird im Frachtraum Ihres Schiffes angezeigt. Sie werden die neuen Funktionen anwählen müssen, bevor Sie sie nutzen können.
Brückenoffiziere. Sie können neue Brückenoffiziere auf verschiedene Art und Weise für Ihre Crew gewinnen. Nutzen Sie die veredelte Dilithiumkristalle, um den Personalbereichen größere Sternbasen. Nutzen Sie veredelte Dilithiumkristalle, um in den Personalbereichen größerer Sternbasen neue Offiziere anzufordern. Manchmal erhalten Sie auch Brückenoffiziere durch das Abschließen von Missionen. Außerdem begegnen Sie. Sie können neue Brückenoffiziere auf verschiedene Art und Weise gewinnen. Nutzen Sie veredelte Lithiumkristalle, um in den Personalbereichen größerer Sternbasen neue Offiziere anzufordern. Manchmal erhalten Sie auch Brückenoffiziere durch das Abschließen von Missionen. Außerdem können Sie auf Ihrer Laufbahn eine Vielzahl unterschiedlicher Brückenoffiziere, deren Dienste Sie in Anspruch nehmen können. Ja. Wenn Sie eine Anhörung erhalten, wird der Kandidat zu Ihrer Liste der Rekruten hinzugefügt. Damit der neue Offizier Teil Ihrer Mannschaft wird, können Sie Ihr Inventar mit der Taste U klicken und anschließend die direkte Station hinzufügen. Okay, verfügbare Kandidaten werden rechts unter der Registergradestation aufgelistet. Damit ein Offizier Crew bereithalten kann, doppelklicken Sie den Kandidaten. Sollten alle Posten besetzt sein, können Sie einen Ihrer Brückenoffiziere durch einen neuen Offizier austauschen. Wenn Sie das nicht tun möchten, können Sie einen Ihrer Brückenoffiziere durch den neuen Offizier trainieren lassen und eine seiner Fähigkeiten austauschen. Es gibt in der Sternflotte eine Menge fähiger Leute. Probieren Sie da verschiedene Brückenoffiziere aus, um herauszufinden, was für Sie am besten ist. So, Schiffsausrüstung. Das hatten wir auch schon. Brückenoffizier, okay, erledigt. Hoppla. Ja. Alles bereit. Ich hoffe, Sie fanden die Information hilfreich. Ich habe die Captain-Tipps auf Ihren Bibliothekscomputer hochgeladen, sodass Sie jederzeit aufzugreifen können. Verwenden Sie die Hilfe- und Support-Taste, um auf Ihren Bildschirmcomputer zuzugreifen. So, mein eigenes Schiff. Vor ein paar Jahren hätte die Sternflotte nicht einmal entfernt daran gedacht, einen jungen Offizier auf so einen wichtigen Posten zu setzen. Die Zeiten haben sich geändert. Wir sind mit den Klingonen im Krieg, Lieutenant, und wir wissen jetzt auch, dass die Borg zurück sind. Was die Sternflotte jetzt braucht, sind Offiziere, die entschlossen sind und auch unter Druck das Kommando führen können. Können ist wichtiger als der Rang. Ich wette darauf, dass Sie das Zeug dazu haben, die USS Last Dubai zu führen und Ihre Mannschaft vor Schaden zu bewahren. Lieutenant Alholic, enttäuscht Sie mich nicht. So, im Weltraum gestrandet. Lieutenant, ich habe einen Bericht erhalten, der besagt, dass es einen bullianischen Frachter gibt, der längst am Raumdock der Erde hätte ankommen müssen. Vielleicht braucht er Hilfe. Bitte reden Sie mit Malcolm Sissel an der Schiffswerft. Er hat mehr Informationen über das vermisste Schiff als ich. Sprechen Sie mit Malcolm Sissel an der Schiffswerft über den verschwundenen Frachter. So, das ist unsere quasi Belohnung, die wir erhalten werden, sobald wir die Mission abgeschlossen haben. Ein andorianischer technischer Offizier, ein weiblicher Wissenschaftsoffizier, energiegedämpfter Panzer MK2 physisch. Und ein Schildarray MK2 für Disruptor. So. Dann würde ich sagen, reden wir nochmal ganz kurz mit dem Malcolm Sissel. Und dann müssen wir die Folge quasi schon beenden, damit wir quasi die Überlänge machen, weil die Mission an sich wird wieder länger dauern. Schiff reparieren? Nee. Malcolm Sissel. So. Ich grüße Sie, Lieutenant. Sie sind also hier, um den vermissten Frachter zu sprechen. Wir haben seit über 20 Stunden keine Meldung mehr von der SS Azura empfangen. Dana Broad ist ein erfahrener Captain und die Tochter eines ehemaligen Sternflottenoffiziers. Es ist nicht ihre Art, keinen Kontakt zu halten. Es wäre eine große Hilfe, wenn Sie in den Sektor rumfliegen und die Azura finden könnten.
Ich habe Ihren Steuermann bereits die letzten bekannten Koordinaten übermittelt. Viel Glück. Wenn Sie bereit sind, zum Schiff zurückzukehren, klicken Sie in der oberen linken Ecke Ihrer Minikarte auf die Taste auf das Schiff zurückbeamen. So, machen noch ganz kurz hier seine Tipps, damit wir es auch durchhaben. Wo bekomme ich ein neues Schiff oder neue Schiffsausrüstung her? Das Schiffsausrüstungscenter stellt Ihnen unterschiedlichste Schiffsdienste zur Verfügung. Nehmen Sie einfach den Turbolift nahe der Rückseite dieses Gebietes. Sie können dort Schiffsausrüstung anfordern, das Aussehen Ihres Schiffes verändern oder auf ein anderes Schiff wechseln. Wie docke ich aus? Minikarte, okay, das ist dasselbe nochmal. Gut, die Freunde, ja, dann sehen wir uns alle in der nächsten Folge wieder, wenn wir unsere erste echte Mission quasi machen. Wir haben jetzt die sämtlichen Tutorials abgeschlossen, haben die das Erdraumdock hier abgeklappt mit allen Tutorials und Hinweisen und Tipps und gehen jetzt quasi zum ersten Mal ins richtige Weltallgefecht. Aber das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, Rummel, Hummel, Mos, Mos, Matthieu, Tliflüt.